Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Family, schaut jemand zu, habt euch Sorge. Aber liebe Querdenker, liebe Freidenker, hereinspaziert, nehmt Platz in eurer guten Stube, macht euch breit auf eurem Sofa, fühlt euch ganz wie zuhause. Heute gibt es eine kürzere Sendung, wahrscheinlich, ausser ich komme in einen Impro-Rap-Modus rein, weil so viel, wahnsinnig viel zu erzählen habe ich nicht. Heute war irgendwie eher ein ruhiger Tag gewesen. Ich weiß gar nicht genau wieso. Vielleicht darum, weil ich wieder mal etwas geschafft habe heute. Und darum konnte ich jeden Furz von den Massenmedien nachvollziehen. Apropos Massenmedien. Ich bin angefragt worden. Ich kann nicht sagen von wem, aber vom Schweizer Fernsehen. Könnte ich in einem Format unter Umständen nicht gerade porträtiert, aber erwähnt werden. Und so sehr ich Schweizer Fernsehen im Moment verachte für die Hofberichterstattung, für das Format, wo man mich da unter Umständen mit einbeziehen will, habe ich früher mal viel Respekt gehabt. Und darum weiss ich jetzt nicht genau, was ich machen soll. Sicher ist, es ist ein Drahtseilakt, weil ja klar ist, obwohl langsam die Meinung ein bisschen kippt, oder? Jetzt kommt Schweden wieder ins Spiel, gerade vorne in die Tagesschau gelaufen, also nicht in der echten Tagesschau, sondern in der Schweizer Tagesschau. Dort haben sie gesagt, dass Schweden eben sich geöffnet hat, dann haben sie die alte besorgt und so zitiert und dann haben sie am Schluss gesagt, sie haben dreimal mehr Tote als Dänemark, Norwegen und Finnland miteinander. Dort wahnsinnig schlimm, aber die drei Länder miteinander sind nur etwa die Hälfte grösser als Schweden allein. Aber trotzdem stimmt es natürlich, wenn man die unvorteilhafte Statistik, die man ausgraben kann, nehmen, dann kann man mit Schweden kann man eben die drei Länder nehmen, die in der Nachbarschaft sind. Eine gewisse Berechtigung hat der Vergleich vielleicht sogar. Allerdings muss man eben sehen, dass Schweden sehr grosse Städte hat. Und darum, man sagt immer, Schweden sei sehr, sehr gross und darum sei es klar, haben sie kein Problem oder weniger Problem. Aber die Sache ist eben auch, dass in den drei grössten Agglos 4 bis 4,5 Millionen Leute leben. Also die halbe Schweiz eigentlich. Und das trotzdem nur gemessen an der Anzahl Bevölkerung nur etwa 30% mehr Tote haben bis jetzt. Kommt dazu, dass ja die Schweizer und die anderen Länder immer von der zweiten Welle träumen oder Alp träumen. Und bei Schweden kann man davon ausgehen, weil der Schatten auch nicht passiert ist, dass natürlich dann dort auch wesentlich besser ja, die zweite Welle, wo ich eh nicht glaube, dass sie kommt. Aber wenn sie würde kommen, wäre sie sehr, sehr viel sanfter übergehen als früher. Und ja, ich glaube, die zweite Welle, ja, ich klammere, ich glaube schon eine zweite Welle, nämlich die nächste Grippesaison steht vor der Tür und dann kommt die zweite Welle und dann werden wir, du und ich, wir werden geschuld sein, weil wir uns zu frei bewegt haben. Übrigens, ich habe so irre Sachen gehört und selber gesehen, oder die Einkaufscenter, es ist eine Corona-Sekte. Es ist eine Corona-Sekte, vorbei verordnet. Dann steht irgendwo im Einkaufscenter mit dem Eingang jetzt irgendein hübsches, Entschuldigung, linke Fräulein, dort mit der Schutzmaske und Plastikhändchen. Und ich frage mich immer, was sind die Plastikhändchen? Wie wenn ich Nase bohre oder wenn ich irgendetwas anlange, wieso sollen die Händchen sauberer sein als meine Hände? Ich verstehe sie irgendwie einfach nicht. Wahrscheinlich hat sie einen Krankenschwester-Fetisch oder so etwas in dieser Sekte weit verbreitet, die Corona-Sekte. Ich kann mir nicht anders erklären, dass man das macht. Und vor allem, wenn man lustig auf der Rolltreppe läuft, miteinander vorbei, alles ist allen egal. Aber jedes Lädchen tut sich rausputzen, als ein besonders Corona-Sekte-kompatibles Etablissement. Und man kann es nicht einmal übel nehmen, weil die Leute sind verängstigt. Habe ich auch vorhin gesehen, wo offensichtlich Mutter und Tochter mit der Schutzmaske Auto gefahren sind. Nur noch zu schlafen, dieser Frau, die ich gesehen habe, ohne Begleitung, ganz alleine mit Schutzmaske im Auto zu fahren. Und jemand hat mir am Telefon heute erzählt, er habe jemanden gesehen in einem Porsche Cabrio mit einer Haube und einer Gesichtsmaske und was noch. Egal, das ist einfach ihre Veranstaltung. Also die Massenpanik, die hat wirklich super funktioniert. Das haben die Leute einfach grossartig eingebracht vom Bundesrat. Und das Schweizer Fernsehen kann sich auch Kränzchen finden. Und ich sage euch nur, das Schweizer Fernsehen, wenn ihr zulässt, wenn ihr mich zu Wort kommen lasst, ungeschnitten,
verspreche ich euch gute Unterhaltung. Wenn ihr mich geschnitten zu Wort kommen lasst, dann erwarte ich, dass ein brutaler Friss passieren wird, wo ich indirekt oder direkt in verschwörungstheoretische Kreise dann reingebettet werde, so wie Daniele Ganser letztes Mal das Opfer war. Und trotzdem muss man überlegen, soll ich nicht das doch wahrnehmen, wenn man das wirklich angeboten wird? Weil sonst nehmen sie einfach wirklich irgendeinen Spinner und sagen nachher, der ist repräsentativ für das, was Corona-Skeptiker eigentlich sind. Und da würde ich mir jetzt doch auch noch zutrauen, dass ich nicht ganz schlecht abschneide, wobei eben, wenn man etwa 100 Sätze sagt und nachher die zwei Sätze rauszupft und aus dem Zusammenhang reisst und dann zitiert, da kann wahrscheinlich niemand etwas dafür. Oder wenn sie das wollen, machen. Aber das Vorgespräch mit der Journalistin habe ich einigermaßen gut gefunden. Wer weiß, was passiert. Aber wenn etwas passiert, erfahrt ihr es als Erste, sobald ich etwas darüber sagen kann. Dann haben wir etwas Schönes. Und zwar hat es eine Studie gegeben. Schaut das mal an. Wieso sehe ich das nicht? Moment, was soll ich starten? Eigentlich wollte ich euch das zeigen. Aber ich habe nicht aufgepasst beim Einschalten. Moment schon bitte. Das finde ich vielleicht noch irgendwie raus. Okay, probiere es nochmal kurz. Moment. Jawohl, jetzt ist es gegangen. Ich bin schon fucking Hero, wenn es um Technologie geht. Schau das mal an, wie ich das im Griff habe. Gut, da hat mir jemand etwas geschrieben. Und zwar nicht einfach irgendjemand, sondern sogenannten Ottfried Jarren. Ich kenne den Menschen nicht, aber er ist von der Uni Zürich. Und das ist ein amtliches Papier. Oder amtlich ist das falsche Wort, aber ein Universitätspapier. Und der sagt ein paar wunderschöne Sachen über die Öffentlich-Rechtlichen und insbesondere das Fernsehen, glaube ich. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat seine Rolle in den Zeiten von Corona und dem anhaltenden Medien- wie Gesellschaftswandel noch nicht gefunden. Jarren kritisiert, dass vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen seit Wochen die immer gleichen Experten und Politiker auftreten lässt und diese als Krisenmanager inszeniert. Den Journalisten wirft er vor, dass sie sich als Teil des Systems sehen und zu wenig hinterfragen, was entschieden wird. Im Fernsehen würden auch Medienerzählungen ist ein anderes Wort für Narrativ, verbreitet und wiederholt, die nicht mit Bildern zu belegen sind. Und dann redet er eben zum Beispiel über sogenannte Corona-Partys. Wir sind ja Corona-Live-Party, das zählt nicht. Aber die Jungen, die anscheinend Corona-Partys feiern, wird immer wieder wiederholt. Aber Bilder dazu sehen wir eigentlich nie, da hat er recht. Wiederum eben, wir haben zu vielen Sachen Bilder gesehen, die gar nicht stattgefunden haben, das kompensiert es dann wieder. Oder die dramatischen Bilder von Italien, die in Wahrheit sich auf Lampedusa bezogen haben oder auch sonst Sachen aus dem Kontext gerissen haben, die so einfach nicht gestimmt haben. Aber Moment, was ist denn? Die Studie ist recht lang, also die Studie ist mehr ein Bericht. Und da würde ich gerne nochmal etwas aus vorlesen. Und zwar, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat seine Rolle in den Zeiten von Corona und dem anhaltenden Mediengeschäftswandel noch nicht gefunden. Ah, dann schon mal vorgelesen. Nein, geht noch weiter. Genau. Nein, es steht nur noch, was er war. Sorry, das ist der gleiche Text. Wie Sie leiten, der einfach in einer anderen Darstellungsform. Der Jarren war eben Professor bis Ende 18. Ah, er ist nicht mehr dort. Der kann doch ein bisschen freier schreiben, wenn man es nicht mehr ist. Das ist halt schade, da sieht man ja auch bei so Sender wie KenFM. Also nicht, dass ich es regelmässig schaue, aber früher habe ich es mal regelmässig geschaut. Und dort hat es immer wieder grossartige Journalisten gehabt, mit einem extrem langen Leistungsausweis. Aber leider kommen die immer dann zum KenFM, wenn es nicht mehr beim Spiegel arbeitet, nicht mehr bei der FAZ arbeitet, nicht mehr ja, bei diesen berühmten Blättern dabei sind. Und das ist natürlich dementsprechend dann wirklich schade. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ein Spiegelreporter oder ein Spiegeljournalist würde mit Cam Jebsen auftreten, wäre schon am gleichen Tag seinen Job los, würde ich jetzt mal so unterstellen. Aber das ist jetzt wieder Verschwörungstheorie und darum nehme ich das zurück. Natürlich herrscht absolute Meinungs- und Willensfreiheit. Das ist zweifellos der Fall. Dann, was haben wir da noch für Bilder? Gerade wichtig da. Da, wie gehen Sie mit Fake News um und Verschwörungstheorien? Ich zahle da dafür meine Beiträge. Genau so geht es auch. Wir zahlen noch Beiträge. Aber dank dem Bundesrat nur noch 330 Franken oder 335 Franken, statt 365 Franken, was auch immer.
Einfach zu viel. Dann haben wir da, schaut da, Sterbetag, Todesfälle nach Sterbetag in Schweden geht gegen null. He. Nicht ganz gegen null, aber fast. Ich nehme jetzt mal an, da sind Corona-Tote gemeint oder Leute, die mit Corona sterben. Die Schweizer Fernsehen hat sich einen Lagenbericht über Schweden. Sagen wieder, sie sind an Corona gestorben. Dabei sagen sie, ist jetzt gerade die amtliche Rede, ist jetzt nur noch im Zusammenhang mit. Im Zusammenhang mit. Da müsste man eigentlich sagen, wenn jemand Selbstmord macht, weil sein Geschäft an die Wand gefahren ist, ist er auch im Zusammenhang mit Corona gestorben. Das ist einfach schwierig mit diesen Formulierungen. Dann haben wir hier auch schöne Dinge. He. Sind euch sicher, dass ihr die Hände wäscht, dass es allen gut geht? Und dann kommt die Covid-Welle. Und nachher kommt hinten dran die Rezession. Oh, Moment. Oh, jetzt habe ich es schon gezeigt. He. Also ich finde, das ist ein riesen Skandal. Oder? Auf Telegram ist das umgegangen. Da wird also wirklich geschrieben, wenn und wo das Spaziergang stattfindet in der Schweiz. Aber das würde ich nicht zeigen, ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Wahrscheinlich schon. Ich tue nicht aufrufen dazu, weil wir sind ja Untertanen. Als Untertanen gehen wir nicht organisiert demonstrieren oder so. Ah, Moment, da steht Spaziergänge. Ja. Also ich würde sagen, wenn wir Bürger wären, wäre das kein Problem. Aber wir sind Untertanen in der Volksrepublik Schweiz und darum kann ich das irgendwie nicht gut heissen. Also ganz sicher ist, vielleicht kann das jemand bestätigen, dass das stimmt, also ob das wirklich wahr ist. Ich finde es krass, dass das jemand so verbreitet. Ich kann nur sagen, geht nicht dort hin. Es ist illegal. Ich habe es gemacht letztes Mal. Ich bin zufällig gerade dort durchgelaufen, wo das passiert ist. Das vorletzte Mal habe ich ja eine Verzeihung bekommen. Ich habe zwar noch keine Post bekommen, aber ich meine, ich konnte noch. Sobald ich es geöffnet habe, in diesem Briefkasten kommt das natürlich zu sehen. Aber ich kann nur raten, geht nicht dort hin, oder? Weil Wert wie Freiheit, Grundrecht, Eigenverantwortung, respektvoll sein und Selbstbestimmung, das ist einfach, das ist out. Oder? Wir leben hier in der Volksrepublik Schweiz. Und der Berset hat so gesagt, man müsse bei Zeiten mal anfangen, darüber reden, dass man auf die Straße demonstrieren darf. Aber solange es nicht ist, ist es ein Straftatbestand, zur Demonstration aufzurufen. Und mir kommt es so ein bisschen vor, als ist das ein versteckter Aufruf. Sie nennen es so, es steht Spaziergänge, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man darunter verstehen soll. Ich kann nur sagen, geht nicht, es ist heikel, oder? Wartet ab, man weiss nie, wer dahinter steckt. Und letztes Mal hat der Blick geschrieben, dass Neonazis darunter waren, zumindest eine Rechtsextreme. Ich habe niemanden gesehen, ich habe nur Familie gesehen und jonglierende Glöhne und ja, ein paar gut maskierte oder in Maskerade auftretende Demonstranten, wenn man so will. Aber ja, die Massenmedien wissen natürlich mehr. Die tun sich gegenseitig abschreiben und so sind wir sicher, dass sie genau das Richtige erzählen. Die Wahrheit. Ich darf euch bitten, da. Oh, das ist falsch, das ist der Freiheitsleben, das ist schon gewesen. Das rate ich euch auch. Das ist eine alte Aufnahme mit dem Can, der verhaftet worden ist, auf dem 6-Leuten-Platz. Also, da könnte man noch die Sendung schauen mit dem Interview mit ihm. Das ist etwa eine Woche alt, glaube ich. Aber ich würde auch sagen, was wichtig ist, befreund mich auf Facebook. Ich akzeptiere alle, außer die grossbusigen Blondinen aus Russland. Die akzeptiere ich nicht. Weil ich habe gemerkt, die wollen nachher alle einen Kredit verkaufen. Und ich könnte reicher sein, aber ich brauche keinen Kredit. Und somit würde ich gerne sagen, alle grossbusigen russischen Blondinen, danke vielmals für euer Vertrauen, aber ich brauche keinen Kredit. Dann vergesst nicht, mir auf YouTube zu folgen. Am besten geht ihr auf YouTube, indem ihr auf www.stricker.tv geht und dann werdet ihr automatisch weitergeleitet. Genau, das ist eigentlich dann, glaube ich, da noch mein letzter. Da ist eigentlich der Link neu mit Merken. Stricker.tv, das echte Schweizer Fernsehen. Nicht das Original, weil das Schweizer Fernsehen SRF ist älter als ich. Ich bin das Original, aber ich bin originell. Ich würde einfach nachplappern, was die anderen Medien erzählen. Ich probiere wirklich eigene Gedanken zu fassen, wo ich erfahren habe, nicht allen gefällt. Oder? An meine Werbespots werden übrigens bald ergänzt. Es gibt noch einen Bostitch, ein Locher, wo Corona heisst. Aber da habe ich Bier, schau, da geniesse doch da ein feines Corona und dann noch einen feinen Kaffee und dann da sind wir rein. Und dann ist der Tag gerettet. So, sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Ich kann nur sagen, man sieht die krassen Bilder vom Ausland, wie es halt immer voll abgeht und in der Schweiz. Ja, der Stefan, wie heißt er? Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Der Stand-up-Comedian, wo ich da debunked habe im letzten Video, der sagt, in der Schweiz ist alles zivilisiert. Und da kann ich nur bestätigen. Zumindest nicht, ich würde gerne etwas anderes behaupten, aber es gibt einfach keine
Videobeweis, dass in der Schweiz alles ganz zivilisiert Moment, stopp. Genau, außer Can natürlich, der hat es nicht so schön gehabt und ein paar andere auch nicht, die verzeigt worden sind. So, ihr seht, mir geht das Material aus für den Moment. Ich würde sagen, hebt euch Sorge, schickt mir Links mit dem Wissen, dass ich es wahrscheinlich nur kurz anklicken kann und kaum mehr antworten kann. Ich komme die meisten Sachen sowieso mehrfach rüber, also wenn ihr etwas habt, ja, habe ich es wahrscheinlich auch schon. Ich würde sagen, heute ist Mittwoch, da 3 Tage bis zum nächsten Spaziergang. Ich weiß noch nicht genau wo. Wahrscheinlich Bern. Und ja, wenn es so langweilig ist, jetzt ist leider wüst Wetter, aber nächste Woche soll es wieder schön sein. Dann sind wir auch wieder herzlich eingeladen, mich in meinem Garten zu besuchen kommen. Genau. Und vielleicht lässt sich auch die ein oder andere grossbusige russische Blondine blicken. Und wenn sie ein Bündel Geld dabei hat, dann sage ich auch nicht nein. So, das war es für heute. Hebt euch Sorge, hebt eure Familie Sorge. Und denkt dran. Ganz genau.